gerade noch nach links ausweichen, aber hier ist schon ein anderer PKW gewesen, der dann diesen kleinen Transporter gestreift hat. Der PKW ist dann in den Graben geschleudert. Hier ist ein Fahrer verletzt worden und auch bei den Kindern, die sind alle leicht verletzt worden. Es ist zwar mehr oder weniger nur ein Schock, aber wir sind erstmal alle mit ins Krankenhaus und werden dort nochmal untersucht. Wie hoch der Gesamtschaden an den Fahrzeugen ist, konnte noch niemand sagen. Der PKW war offenbar nagelneu, hatte nur 11 Kilometer auf dem Tacho. Zwei Fahrzeuge sind komplett beschädigt. Das war ein Transporter, der war besetzt mit 8 Kindern und ein PKW, das war besetzt mit einer Person. Und die anderen Fahrzeuge sind auch rollfähig und können auch noch weiterfahren. Positiv erwähnt die Feuerwehr in diesem Fall die Bildung der Rettungsgasse, die offenbar reibungslos lief. Bei unserer Anfahrt hat es gut geklappt, muss ich sagen. Wir sind gut durchgekommen. Eine halbe Stunde und einen Stau von 7 Kilometern später war die Vollsperrung der A4 in Richtung Frankfurt beendet und eine Fahrbahn wieder freigeräumt. Bis 18 Uhr waren alle Spuren des Unfalls beseitigt.